Okidoki, also wie hatte ich das gemacht? Ich bin, glaube ich, einfach von hier so dahin gesprungen, richtig? Und dann wieder hier hoch, aber diesmal aufpassen, dass ich nicht zu weit laufe. So, war es hier schon? Nee, um die nächste Ecke wahrscheinlich. Okay. Und jetzt. Anlauf nehmen und springen. Und jetzt müssen wir nur noch den halben Weg nach oben. Yay! So, habe ich noch eine Anekdote für euch? Nicht so wirklich. Sonst gibt es nichts Interessantes. Ja, außer dass so langsam Herbst wird. Und ich freue mich schon sehr auf den Herbst. Ja, und das. Nein, nein. Ich war schon oben, verdammt. Ich war schon oben. Verdammt. Ja, und sonst so. Herbst cool. Dass es früher dunkel wird, nicht so cool. Dass Fraps stockt, auch nicht so cool. Ja. Exciting. Vorsichtig, vorsichtig und okay. Ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Ach, nö. Wie blöd. So, auf der anderen Seite, ne? Ich bin von der Seite gekommen. So, und dann hatte ich mich gerade einfach festgehalten. Und nochmal festhalten und hoch, hoch, Lara, scheiße, falsche Taste, hoch. Okay, da müssen wir hin. Vorher speichern wir selbstverständlich und stecken sie rein. Die blaue Sicherheitskarte, die sie wie ein Schlüssel dreht, obwohl es eine Karte ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Hallo, hallo, niemand da, niemand zu Hause? Wie kann das denn sein? Hallo. Und hallo noch mehr blöde Kläffer. Ja, ging doch ganz gut, ne? Oh, okay, ging vielleicht doch nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe. Okay, was hast du so dabei? Komischer Kerl. Was hat der da auf dem Rücken? Das ist irgendeine komische Waffe, ne? Irgendetwas Merkwürdiges. Okay, hier ist auf jeden Fall wieder so eine Tür. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Ich weiß nämlich nicht, ob ich schon hier war. Und warte, wir können auch hier oben raus. Fraps. Okay, wir können nicht hier oben raus, aber wir könnten von dort oben runter. Ist das eine Kiste? Nein. Keine Kiste.
Okay, wir können auf jeden Fall vom Dach rein. Und ich bin gespannt, ob wir da noch hinkommen werden. Wow, hallo. Da bist du. Ja, die automatischen sind wirklich auch nicht schlecht. Ach, da rennen noch ein paar Heinis rum. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay. Hello, Boys. Kann ich hier so rein? Nö. Ich darf noch nicht zu euch. Okay, dann halt nicht. Was machen wir mit dir, meine liebe Kiste? Ich glaube, wir schieben dich auf jeden Fall die Rampe hoch. Das sieht nämlich so einladend aus. Ach, okay, hier müssen wir wieder irgendwie was einsetzen. Irgendwelche Circuit Boards oder so. Kann ich dich gar nicht hier hochbringen? Sah aber so aus, als müsste das. Oder musste ich das echt nur wegschieben? Ja gut, dann. Ja, wir haben da jetzt ja eh noch nichts für. Dann lasse ich das erstmal so. Aber wie komme ich da oben? Komme ich darüber? Ja, gehe ich jetzt ins Wasser? Aber das bringt mir doch gar nichts. Da ist ja gar nichts drin. Und wir haben doch hier gar nichts für. Nee. Sagt sie selber. Nein, nein, nein. Kommen wir hier mit der Kiste noch irgendwo hin? Nö, sollte eigentlich nicht funktionieren. Also wenn wir sie halt nicht hier hochbekommen, aber vielleicht können wir die ja hochschieben und nur nicht hochziehen. Das könnte natürlich sein, obwohl ich mich dann auch frage, was soll die unter Wasser? Hallo, ich möchte zu euch, liebe Kerle. Ich möchte euch töten. Komme ich vielleicht einfach hier rüber? Es wäre so eine simple Lösung. Nein, natürlich nicht. Ist hier ein Taucher? Ich höre dich doch. Scheiße, ich höre dich und ich sehe dich und du schießt auf mich und du sollst nicht auf mich schießen. Hör auf, sonst bin ich gleich tot. Und ich. Ich kann den ja auch nicht. Nein, ich kann dich nicht erledigen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin viel schneller als wie du. Und vor allem habe ich bestimmt bald keine Luft mehr und ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich tue. But I do it anyway. Falsche Richtung. Nein, da kommt der Taucher. Nein, da kommt der Taucher. Du bekommst mich gar nicht und ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße, hier ist zu. Scheiße, hier ist offen. Scheiße, wo bin ich? Da kann ich wieder raus. Nein, und ich bin tot. Ah, okay. Ja, schade. Der Kerl wird jetzt ja wahrscheinlich auch nicht direkt hierher kommen, ne? Vielleicht kann ich ihn ein wenig locken, wenn ich sage, hey, hallo, guck mal, hier bin ich. Möchtest du mich abschießen? Ich höre dich. Ja, komm her, hallo. Genau, schieß auf mich. Hier bin ich.
Ja. Haha. Sehr gut. Du bist die beste, liebe Lara. Jetzt nur schön die Luft anhalten. Hier komme ich noch nicht durch. Okay. Oder ich mache es halt in mehreren Schritten, wenn das geht. Dass ich sage, ich schwimme jetzt erst einmal nochmal nach oben. Für ein bisschen Luft. Und dann schwimme ich nochmal nach unten. Diesen wunderschönen Korridor. Dann ziehe ich hier den Hebel. Hier, Lara. Genau, da, da. Ja. Dann passiert irgendwo irgendwas mit einer Tür. Dann schwimme ich jetzt nochmal hier lang. Und nach rechts. Dann geht die Tür auf und dann schwimmen wir wieder zurück. Genau. Dann war das doch überhaupt nicht schlimm. Hallo, ich stehe hinter dir. Schwimm durch dich durch. So, dann treffen wir doch mal unsere. Oder nicht? Also, okay, die Tür geht jetzt nicht auf. Welche Tür war denn das? Da oben, oder? Aber wir kamen doch. Wir kamen hierher. Hä? Um. Welche Tür handelt es sich jetzt? Das ist hier die Frage. Also nicht um die hier. Da habe ich dich und euch alle fertig gemacht. Das heißt, ich kam von hier. Kann da auch nicht mehr hin. Ach, und hier ist auch noch eine Tür, die ich nicht aufgemacht habe. Oder war das die durch? Hä, ich bin verwirrt. Nein, das ist eine andere in der Tat. Okay. Ach, und hier hat sich jetzt auch wirklich eine Tür geöffnet, oder? War das nicht das, was wir gerade gesehen haben? Aber ich gehe hier immer nur nach links. Ach ja, ich glaube, die Tür war das. Oh, das sieht gefährlich aus. Irgendein Helikopter, der wahrscheinlich stark bewacht wird. Genau das habe ich erwartet. Okay, wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Okay, gar nicht so übel. Das große Medipack nehme ich natürlich trotzdem mit. Und der Helikopter legt ab. Schade. Wäre ich auch gern mitgeflogen. Ich weiß aber nicht, wer an Bord war. So was. Oh nein. 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 Och nein. Kann ich nicht einfach den Feuerlöscher hier mitnehmen? Das wäre doch die Idee. Nein, natürlich geht das nicht. Was habe ich denn mir dabei denn gedacht? Einfach einen Feuerlöscher zu nehmen, um hier Feuer auszulöschen. Völlig abwegig. Ja, verdammt. Verdammt, verdammt. Ich hasse sowas. Ich habe vorhin noch gedacht, als ich irgendwann gesagt habe, was habe ich denn nochmal gesagt? Irgendwas mit Feuer. Da habe ich genau an so eine Stelle gedacht. So, einmal. Und zweimal. Ich weiß nicht, was das alles bringt, aber egal.
Okay, hier ist was aus. Das finde ich schon mal super. Da geht was an. Hier bin ich jetzt. Ja, okay, schön. Wieso bin ich hier? Und wenn ich jetzt drüber springe, fange ich halt an zu brennen, nicht wahr? Aua. Ja, genau, genau so. Ja, wunderbar. Wo ist der Sound irgendwie? War gerade noch mehr da? Okay, wir machen das jetzt einfach mal so ohne die Falltür. Ja, aber die bleibt auf jeden Fall an und ich sterbe. Okay, wenn das Ding. Oder geht damit die zweite aus? Ich glaube nicht. Doch, doch, tut sie. Doch, tut sie. Okay. Drüber springen. Das Ding holen. Und ja, durchlaufen, brennen und sterben. Okay, heißt, ich drücke den auf jeden Fall zuerst. Und dann kommst du. Ja, wenn ich es denn hinkriege. Und dann kommt das. So, schnell, Lara. Schnell zurück, schnell zurück. Drüber springen. Durch. Ja! Hui, okay, das ging ja noch. Das ging ja noch. Es hätte definitiv schlimmer sein können. Alarm ist auch wieder aus. So, jetzt haben wir eine grüne Sicherheitskarte schon wieder. Oder? Oder war das überhaupt eine Sicherheitskarte? Nein, okay, das war der Maschinenchip. Das ist sehr gut. Dann weiß ich jetzt auch, wie es weitergeht. Ja, wie schön, wenn man in einen Raum reinkommt und schon quasi alles erledigt hat. Also alle Typen erledigt hat, meine ich. Vielleicht war das jetzt gar nicht so schlau. Egal. Wir gucken mal, weil wenn ich die jetzt hier vorbeischiebe und jetzt da jemand rauskommt und auf mich schießt, hat der ja voll den Vorteil. Ich speichere lieber, nachdem ich das jetzt geschafft habe mit dem Feuer. Uah, du hast wieder. Oh Gott, das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Okay, das heißt, ich sollte den Kerl am besten. Ja, ich darf mich halt nicht erwischen lassen oder gleich eine Granate auf ihn loslassen. Wahrscheinlich ist das Beste. Okay, was haben wir denn hier so? Da geht eine Tür auf. Geheimtür. Mit einem Schalter. Und ich weiß wieder nicht, was der Schalter so macht. Ja, ich habe ernsthaft keine Ahnung. Der Schalter hat vielleicht das da aufgemacht und gleich geht's wieder zu und dann sind wir eingesperrt. Kann das sein? Didim. Gar kein Geräusch. Kamen sonst nicht immer Geräusche. So, ja, das war ja ganz nett. Und sonst so. Sonst gibt es hier mal wieder Harpunen. Okay. Und sind das nicht
Sauerstoffflaschen oder so. Jedenfalls sieht es so aus. Aber ich glaube nicht. Okay, wir haben jetzt also nur einen Schalter gedrückt. Ich hoffe, das hat irgendwas bewirkt. Vielleicht geht die Tür dann hier auf. Hallo, ich bin da. Lasst mich rein. Okay, vielleicht auch nicht. Und ich könnte die ja gar nicht schieben, die Kiste. Oder kann ich die Kiste hier reinbringen? Ich habe zwar keine Ahnung, was mir das bringen sollte. Wobei. Aha. Okay. I think I get it. Dann probieren wir das mal. Also, die liebe Kiste sollte da unten dann genau in die Mitte, damit wir zum Dach hochkommen. Nein, du sollst sie schieben. Nein. Nein, Lara. Sie möchte sie nicht schieben. Ernsthaft? Das war so ein guter Plan. Das war doch so ein genialer Plan. Nee, nee, sie will das nicht. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass dafür eigentlich die Kiste ist. Okay, was tun wir denn dann? Ich drücke jetzt einfach den Schalter nochmal. Gucke, ob sich jetzt noch etwas verändert hat. Nee, Türen sind zu. Kerle sind noch da. Das Dach ist hier in der Mitte doch offen. Wieso kann ich den hier nicht platzieren? Ich fand, das war wirklich eine gute Idee. Kann mir keiner sagen, dass es keine gute Idee ist. Aber was passiert, wenn sie den hier gedrückt hat? Also auf jeden Fall haben wir da unten die Trophäe bekommen. Sonst war doch im Wasser nichts mehr, oder? Ach Mann, ist das blöd. Ich kann jetzt ja auch nicht irgendwie hier rein und von hier die Kiste ziehen. Das funktioniert ja nicht. Leider nicht. Und sie will die definitiv von dieser Schräge hier nicht hier durch die Tür schieben. Kann ich noch irgendwas im Wasser machen? Gibt es hier noch irgendwie. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Hier ist ja noch ein langer, großer Gang. Nein! Da ist ein blöder Kerl. Kann ich ihn mit Harpunen beschießen? Ich beschieß euch auch beide. Lasst mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Ihr bekommt mich nicht. Ich muss da in die Mitte, damit sie mich nicht bekommen. Komm, komm, komm. Und jetzt
Nehmen wir die doch die hier. Aber nicht, nein, nicht für die Kerle, bitte. Ich möchte die im Wasser. Nein. Nein.